Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Tech Talk. Unser heutiges Thema: das Supportende von Exchange Server 2010. Wie ist denn die Ausgangssituation zum Exchange Server 2010? Nun, das erste offizielle Supportende lag im Januar diesen Jahres. Microsoft hat das Supportende verlängert. Exchange Server 2010 ist somit nun noch bis zum 13. Oktober 2020 im erweiterten Support. Das heißt, es gibt regulär für dieses Produkt Sicherheitsupdates, keine Feature-Updates mehr. Feature-Updates sind nicht Bestandteil des sogenannten erweiterten Supports von Exchange Server oder für andere Produkte. Welche Möglichkeiten habe ich denn nun, um meine bestehende Exchange Server Landschaft auf eine neue Version von Exchange Server anzuheben? Zum einen bietet sich für mich die Möglichkeit an, Exchange Server zu Exchange Server 2016 zu aktualisieren, ganz klassisch als On-Premises-Migration. Das heißt, Sie haben Ihre Server weiterhin in der lokalen Infrastruktur, installieren diese neu und migrieren alles zu Exchange Server 2016. Warum ist denn Exchange Server 2013 keine Option mehr? Ja, Exchange Server 2013 befindet sich inzwischen auch schon in der erweiterten Support-Phase, erhält keine Feature-Updates und ist somit technisch gesehen keine gute Wahl, da ich hier auch so mir schon ein neues Migrationsszenario ganz schnell einhandeln werde. Exchange Server 2019 wiederum ist noch keine Option, damit Exchange Server 2019 keinerlei Koexistenz mit Exchange Server 2010 möglich ist. Was bleibt als weitere Alternative? Natürlich die Migration zu Exchange Online. Hier habe ich die Entscheidung zu treffen, eine vollständige Migration der Exchange-Organisation zu Exchange Online oder aber einen Hybridbetrieb der aktuell vorhandenen Exchange Server 2010-Organisation mit Exchange Online. Aber ist ein Hybridbetrieb von 2010 eine gute Wahl? Nicht wirklich, denn spätestens im Oktober 2020 steht auch hier die Migration zu Exchange Server 2016 an. Was ist eine Legacy-Version? Eine Legacy-Version von Exchange Server ist eine Exchange Server-Version sogenannter alter Bauart. Alte und neue Bauart unterscheiden wir hauptsächlich darin, wie öffentliche Ordner betrieben werden. Exchange Server 2010 ist die letzte Exchange Server-Version mit Legacy Public Folder-Unterstützung. Das heißt, den Bedarf an eigenen öffentlichen Ordner, Datenbanken und einem komplett eigenen Mechanismus, wie mit öffentlichen Ordnern umgegangen wird. Diese Version unterstützt eine lokale Koexistenz mit den Exchange Server Produkten 2013 und 2016. 2013 ist hier in Klammern gesetzt, weil, wie schon vorher erwähnt, ist 2013 keine valide Option für eine Migration, außer Sie setzen sie bereits ein. Wenn Sie sich 2013 noch nicht einsetzen sollten, Sie tunlichst davon absehen. Welche Optionen habe ich denn? Ich kann zuerst einmal alle Postfächer auf die neue Exchange Server Version bringen, denn der entscheidende Vorteil ist hier, ich habe etwas Zeit gewonnen, denn Benutzer mit einem Postfach auf einer neuen Version von Exchange Server haben die Möglichkeit, auf alte öffentliche Ordner, die sogenannten Legacy Public Folder, zuzugreifen. Die andere Option ist natürlich die hybride Koexistenz mit Exchange Online. Und dort migriere ich alle Postfächer zu Exchange Online, da auch hier alle Postfachbenutzer, die ein Exchange Online Postfach haben, die Möglichkeit haben, auf die lokalen Legacy Public Folder zuzugreifen. Was muss ich beachten, wenn ich eine Exchange Server Migration von 2010 On-Premises durchführe? Wichtig ist hier die korrekte und vollständige Konfiguration von Outlook Anywhere inklusive Autodiscover. Der Aufbau der Exchange Server 2016 Plattform, die Konfiguration neuer Exchange Server Richtlinien, die mit Exchange Server 2016 in die Organisation einziehen. Dann werden die Postfächer migriert. Zuerst, wie immer, die Exchange Server System Postfächer, anschließend alle weiteren Postfächer, die es so gibt. Zum Beispiel die persönlichen Postfächer, Archiv Postfächer, sofern verwendet. Shared Mailboxen, also geteilte Postfächer, Ressourcen und Räume.
Anschließend, nachdem alle Postfächer zu Exchange Server 2016 migriert wurden, erfolgte die Migration der öffentlichen Ordner zu modernen öffentlichen Ordnern in Exchange Server 2016. Hier ist immer zu achten, dass bei der Finalisierung der öffentlichen Ordnermigration ein Wartungsfenster notwendig ist. Wartungsfenster deshalb, weil während der Finalisierung keinerlei Zugriff auf die öffentlichen Ordner möglich ist. Das heißt, das ist nichts, was Sie ganz normal während der Woche, während der normalen Nutzung der öffentlichen Ordnerinfrastrukturen durchführen sollten. Alternativ dazu haben Sie die Möglichkeit, Exchange Server 2010 zu Exchange Online zu migrieren. Hier ist eine der allerersten Erfordernisse natürlich die Erstellung einer Hybridstellung fürs Active Directory. Das heißt, Sie müssen alle aktiven Benutzerkonten, die über Postfächer verfügen und alle weiteren Exchange-Objekte mit Azure AD Connect zu Office 365 migrieren. Synchronisieren, besser gesagt. Anschließend ist es notwendig, dass Exchange Server 2010 aus dem Internet erreichbar ist. Bei vielen Unternehmen ist es so, dass Exchange Server oftmals gar nicht aus dem Internet erreichbar ist, da ein Zugriff auf Postfächer hauptsächlich aus den internen Netzwerken oder aus einem VPN erfolgt. Die Anbindung an Exchange Server, Exchange Online erfordert die Erreichbarkeit von Exchange Server 2010 aus dem Internet. Ohne diese ist eine Hybridstellung von Exchange Online und der lokalen Exchange Server Infrastruktur nicht möglich. Das erfordert, dass Outlook Anywhere und Autodiscover wiederum auch in der externen DNS-Zone korrekt konfiguriert sind. Auch wenn eine direkte Kommunikation von Exchange Online mit Exchange Server 2010 unterstützt ist, ist es extrem empfehlenswert, einen dedizierten Exchange Server 2016 als Koexistenz-Server aufzusetzen, aufzubauen und auch aus dem Internet erreichbar zu machen, damit Sie auch alle Funktionen, die Exchange Online unterstützt, in der Hybridstellung verwenden können. Anschließend muss aus zwei getrennten Organisationen, nämlich Ihrer Exchange-Organisation On-Premises und der Exchange-Organisation in Exchange Online, mithilfe des Hybrid Configuration Wizard eine Hybridstellung konfiguriert werden. Das heißt, aus zwei physikalisch getrennten Umgebungen wird eine logische Einheit gebildet. Natürlich verfügt auch Exchange Online über eigene Richtlinien im Kontext von Exchange, die es zu konfigurieren gilt. Der Hybrid Configuration Wizard unterstützt zwar die Übertragung von ausgewählten Richtlinien aus der lokalen Infrastruktur zu Exchange Online, allerdings unterstützt er nicht alle Richtlinientypen, die Exchange kennt und nutzt. Anschließend gilt es auch hier, alle Postfächer zu Exchange Online zu migrieren und anschließend, nachdem alle Postfächer in Exchange Online sind und produktiv sind, die öffentlichen Ordner zu migrieren. Auch hier gilt, dass die Finalisierung der Migration mit einem Wartungsfenster einhergeht. Welche Möglichkeiten habe ich also zur Migration lokal oder zu Exchange Online? In dieser Tabelle sehen Sie jetzt das, was uns am eigentlichen interessiert, nämlich von 2010 habe ich die Möglichkeit, entweder zu Exchange Server 2013, wie gesagt, wenn Sie 2013 schon Verwendung haben, idealerweise zu Exchange Server 2016 zu migrieren oder zu Exchange Online. Nochmal zur Erinnerung, am 13. Oktober 2020 ist das Ende des Supports von Exchange Server 2010 erreicht. Bis dahin sollten Sie nicht nur eine Entscheidung getroffen haben, wie Sie mit Ihrer lokalen Exchange Server 2010 Umgebung umgehen möchten, sondern idealerweise natürlich auch schon die Migration abgeschlossen haben. Ich möchte mich gerne dafür bedanken, dass Sie diesen ersten Tech Talk angeschaut haben und bis zum nächsten Mal.